Hallihallo, hallihallo, hallihallo. Hier ist die Andrea aus Andalusien von andreawirk.com. Heute mal wieder mit einer wöchentlichen Legung, die zeitlos ist und die über so viele Tage, Wochen, Monate geht, wie du möchtest. Wir gucken uns hier an, was in deiner Geschichte, in deinem Leben, in einem bestimmten Thema, in einer bestimmten Situation, die du bitte mit reinbringst, was da los ist, was die Karten dir sagen, vielleicht Tendenzen, Möglichkeiten, Herausforderungen, was auch immer. Ich biete wie immer eine Zeitqualitätskarte an. Das ist so ein bisschen schon mal das Thema. Da kannst du auch schon mal so gucken, ob du überhaupt mit diesem Ding hier dann konform gehst. Und wenn du damit irgendwie spürst hier, das resoniert mit dir, dann kannst du hier weiter gucken. Ich habe hier drei verschiedene Tarotdecks, was jeweils ein Stapel ist, da darfst du dir einen aussuchen oder auch mehrere. Du darfst das die Legung hier spielen natürlich. Es ist wichtig, dass du sehr selbstverantwortlich, ehrlich mit dir selbst und natürlich sehr intuitiv mit dieser Legung umgehst, die Legung spielst, das reingibst, was du reingeben möchtest, das rausholst, was du rausholen kannst. Wenn du hier nichts mitnehmen kannst, ist es auch in Ordnung. Es ist eine allgemeine Legung und die kann halt nicht auf jeden zutreffen. Ne? Okay, das ist das, was ich immer gerne sage. Und dann würde ich sagen, dann fangen wir jetzt an. Und zwar habe ich hier heute das, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. L'Oracle of the Triad. Also ich meine, das gibt es auf Spanisch. Warte mal. El Oracle de Triad, so auf Französisch, so genau. Ja, und mal gucken, was das zu sagen hat. Die wollte ja schon raus. Was wir wissen dürfen, das ist die Seele. Am ist die Seele. Tja, was soll ich dazu sagen? Deine Seele möchte dir heute etwas sagen. Vielleicht zu einem bestimmten Thema, vielleicht einfach so. Ja. Und wenn ich mir die Karte hier so anschaue, also es kann jetzt die Seele sein, dein erweitertes Selbst oder einfach dein Herz. Und wir gucken jetzt, was... Es ist jetzt kurz und schmerzlos, weil mehr sagt die Karte nicht aus. Ich habe auch hier nicht so viel auf dem Bild, was man da reininterpretieren könnte, außer die Flügel vielleicht noch, die sagen, bei dir möchte was fliegen, bei dir möchte was gelebt werden, was du vielleicht noch nicht weißt, was es ist. Oder du weißt es schon und weißt noch nicht, wie du es umsetzt. So, und dann gucken wir jetzt hier weiter einfach, wenn du jetzt das Gefühl hast, dass bei dir was ruft und du kannst es noch nicht greifen. Ja, von der Seele, vom erweiterten Selbst, vom Herzen, dann kannst du dir jetzt ein oder mehrere Stapel aussuchen. Wir haben heute hier lauter sehr spezielle Tarotdecks mal wieder. Und wir haben hier das The Lost, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt, The Lost Code of Tarot heißt das, glaube ich. Ich bin mir aber gerade gar nicht mehr sicher, aber ich tue ja immer im Textfeld alles dokumentieren. Dann haben wir hier, ich weiß bald nicht mehr die Decks, ich habe gerade einen Blackout, Da Vinci Enigma Tarot, ja, das ist ganz speziell. Und hier haben wir das Ananda Tarot. Und das sind auch alles Tarot-Decks, die nicht mehr verlegt werden, die man halt dann nur in Antiquariats kriegt. Eins, zwei oder drei, du darfst dich jetzt entscheiden. Mal schauen, was deine Seele sagt. Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir weiter. Ja, ihr Lieben, vom ersten Stapel, das ist jetzt das The Lost Code of Tarot, heißt das, glaube ich. Ich weiß es immer noch nicht. Ich habe da weder das Buch noch die Packung noch hier. Aber ich glaube, das ist ein sehr crazy Deck. Man kann es leider nicht so gut erkennen, aber es ist so ein bisschen... Comic-mäßig, aber auf eine ganz spezielle Art und Weise. Die mich verfolgen, haben ja vielleicht mein Unboxing gesehen. Und dann wissen sie ja, welches Deck das ist. So, wollen wir mal gucken, was bei dir mit deiner Seele, mit deinem erweiterten Selbst so los ist. Was möchte dir deine Seele, dein erweitertes Selbst sagen?
Und was gibt es zu tun vor allen Dingen? Ja. Und du spür bitte rein, ne? Wie immer, ob das mit dir hier konform geht. Wenn nicht, es ist eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden zutreffen. Das muss man sich immer bewusst machen. Und dann legst du einfach weg und suchst dir im Internet eine andere aus. Ne? Okay, was haben wir jetzt hier? Das ist der König der Münzen. Kann man gar nicht richtig erkennen. Ich kann es aber mittlerweile hier unten an den Codes erkennen. Das ist der König der Münzen und der sieht ein bisschen krass aus in dem Deck. Ja, es geht bei dir auf alle Fälle darum, dass was Irdisches um was Irdisches. Vielleicht geht es auch um einen Menschen. Ich werde erst mal weiter gucken, weil das kann jetzt einiges bedeuten. Was haben wir denn hier in der Mitte? Wir haben die vier der Drachen, ist das? Das ist aber eigentlich der Münzen, ja? Gehört das eigentlich so rum oder so? Weiß ich jetzt gar nicht. Oh, die Kraft haben wir und die Liebenden. Jo, dann geht es hier vielleicht bei dir um die Liebe. Entweder zu dir selbst, dann bist du der König der Münzen, oder es geht um einen Menschen, der König der Münzen ist. Ui, und wir haben hier die Welt. Wow, die ist hier total schön, finde ich. Und guck mal, und die ist auch wie in deinem Körper so, ne? Die ist so, als ob er hier so ein Vergrößerungsglas hinhält und man erkennt die Welt. Und das ist das, was deine Welt, dein Inneres, deine Seele eigentlich leben möchte, ja. Und du hältst hier aber noch was fest, ne? Mit der vier der Drachen. Du hältst hier was fest. Du hältst diese Lebensfreude, diese Lebensqualität, die hier gelebt werden möchte, die hältst du fe fest, weil du vielleicht hier noch einen inneren Struggle hast, ja. Du kämpfst hier noch vielleicht mit animalischen, wie nennt sich denn das, Energien in dir und du glaubst, du darfst es nicht leben, was hier gelebt werden möchte, aus dem Herzen heraus. Und hier geht es vielleicht auch um eine Entscheidung. Also es muss jetzt nicht unbedingt eine Liebesgeschichte sein, aber vielleicht kämpfst du auch gegen das heftige irdische Leben, weil das klingt jetzt krass, weil der König der Münzen ist für mich auch immer so das Symbol von dem massiven irdischen Leben. Da ist dann kein Platz für irgendwelche Spinnereien wie Intuition oder wie. Das ist so ein Geschäftsmann, so ein bisschen, ja. Er hat zwar auch in anderen Decks Herz, aber in dem Deck scheint er mir sehr rigide zu sein und so die negative Form ist eigentlich eher das Rigide. Und ich glaube, du erlaubst dir in deinem Leben was nicht zu leben, was außerhalb diesem normalen irdischen ist, ja. Das kann jetzt durchaus auch eine Liebesbeziehung betreffen. Es kann aber auch sein, dass du selber bist mit irgendetwas, was du festhältst, weil du Angst hast, du könntest sonst den Boden unter den Füßen verlieren. Ja, man hält ja oft das Irdische fest, sei es, dass es Geld ist oder dass es ein Stück Land ist oder Klamotten oder manchmal sind es auch einfach nur Bücher oder Tarotdecks oder ich weiß nicht was. Oder eine Arbeit oder eine Freundschaft, ne? Irgendwas Alltägliches, Irdisches hältst du fest und lässt es nicht los, weil du Angst hast, du könntest dann den Boden unter den Füßen verlieren. Und du hast dann einfach auch keine Sicherheit mehr. Keine äußere Sicherheit mehr. Aber hier ruft was. Hier ruft dein Instinkt, dein Animalisches, was ja auch gelebt werden möchte. Animalisch muss jetzt nicht irgendwie was ganz Brutales sein, sondern wirklich dieses, es ist der Ruf nach Leben, habe ich hier den Eindruck. Es ist der Ruf nach Leben. Und du sperrst dich gerade ein. Vielleicht wirst du natürlich auch eingesperrt. Ich meine, wir sind ja jetzt auch immer noch in der C-Zeit und in der C-Carolina-Zeit, sage ich immer. Herausforderung, vielleicht ist es auch, dass du dich von außen einsperren lässt und dadurch eben nicht leben kannst, was du eigentlich leben möchtest. Aber du kannst es auch leben, wenn du von außen eingesperrt bist. Es kann es natürlich auch sein, ja. Deine Seele, die will raus.
So, hier ist die Herausforderung und das ist eine ganz klare Aussage, Baby. Hier haben wir nämlich den Narren und der geht einfach los, ohne nachzudenken. Der macht einfach. Der hat eine Idee, der hat eine Eingebung und geht los voller Urvertrauen, voller Abenteuerlust und er lässt sich noch nicht mal hier aufhalten von einem Hund, der ihm da noch ans Bein beißt oder weiß ich nicht, ja. Das ist die Herausforderung, einfach loszugehen, ins Urvertrauen zu gehen, einfach das zu machen, was hier deine Seele möchte, egal was es jetzt ist. Es möchte gelebt werden und das ist wahrscheinlich etwas, was nicht in die Normalität des irdischen Seins gehört, ja. So nenne ich das jetzt mal. Okay, was haben wir hier noch? Oh, jetzt haben wir die Karte, die hier. Ah nee, das ist die Hohepriesterin, genau. Wir haben die Hohepriesterin und wir haben die Mäßigkeit. Wow, und das ist echt spannend. Das ist ja hier jetzt der Weg, den du gehen darfst. Und der Weg ist, dass du jetzt wirklich auch in dich hineinspürst. Dass du mal rausgehst aus diesem Äußeren und spür mal, fühl mal in dich hinein. Und dann wirst du fühlen, was in dir geboren werden möchte und was auch schon in dir drin ist letztendlich. Ne? Da ist schon alles da. Es muss nur noch gelebt werden. Es ist gar nicht mehr so viel zu tun. Du darfst deine innere Kraft freigeben und deine Welt, die in dir drin schon vollkommen ist, und darfst sie leben. Frisch, fröhlich, frei. Und das geht aber nur, wenn du in dich hineinspürst und es erkennst. Ja, sie hat ja das Geheimnis. Sie hat hier das Buch der Geheimnisse sozusagen, ja. Und sie hat es erkannt. Und das ist der Weg, das zu erkennen, um dann letztendlich dein Leben zu mischen aus den Polaritäten, die da sind und aus der Dualität und aus dem Gegensätzen einfach, ja. Und dann wird was ganz Wundervolles Neues entstehen. Und das kannst du auch. Du kannst aus Blei Gold machen letztendlich. Sie ist ja auch so ein bisschen die Alchemistin. Und du kommst dann in dein absolutes Gleichgewicht, ja. Sie gleicht auch aus, sie gleicht ja letztendlich auch die Pole aus und letztendlich auch die Hohepriesterin. Also das sind zwei sehr ausgleichende Karten. Hier geht es darum, dass du das erkennst, was hier eigentlich in dir drin brodelt. Ich meine, ich kann dir jetzt auch nicht sagen, was es ist, ja, weil es sind ja jetzt hier zig Leute, die das gucken, das wirst du dann schon wissen. Aber es ist was, was für dich nicht normal ist und was dich aus deiner jetzigen irdischen Sicherheit herausbringt, ja. Das ist jetzt sehr lustig. Das ist nämlich eine Karte, die habe ich jetzt einfach da reingetan. Die war noch dabei. Und die habe ich so ein bisschen eben noch versucht zu definieren, weil ich dachte, heute kommt die. Das ist jetzt echt spannend. Und eigentlich ist es ja diese Wahrsagerin, die eben dieses Deck benutzt, um es zu wahrsagen. Aber ich habe es so definiert, das ist für mich die Mischung aus der Hohepriesterin und dem Teufel. Und im Moment spielst du nicht mit dir selbst. Im Moment spielst du falsche Karten mit dir, ein falsches Spiel mit dir, ja, weil du lässt das hier nicht frei, weil du Angst hast vor der Sicherheit, also dass du was frei, ne? Und du sollst die Karten eigentlich neu mischen und ehrlich mit dir spielen, das Spiel ehrlich spielen, so wie das eben der Narr macht. Und das, ja, im Prinzip brauche ich jetzt aber noch eine Karte, weil so, nehmen wir hier die unterste. Da haben wir ja den Teufel. Ja, das Ergebnis ist dann tatsächlich, dass du kommst an deine Grenzen. Das ist das Ergebnis. Und du wirst dich aber entwirren können. Du wirst das alles hier entwirren können. All das, was dich hier festhält, das wirst du entwirren können, wenn du die Karten neu mischt. Das ist ja letztendlich hier auch neu mischen, ja? Wenn du die Karten neu mischt und dich traust, Dinge ehrlich zu spielen, ehrlich mit dir selbst. Wenn du nämlich ehrlich mit dir selbst spielst, dann erkennst du, was hier eigentlich brodelt, was hier schon erschaffen ist eigentlich in dir drin, was nur noch nach außen gebracht werden muss. Und mit Liebe natürlich, und auch mit der Entscheidung ist letztendlich zu tun. Das ist ja beides. Und dann kannst du dich frei machen. Dann bist du frei. Dann kannst du dich befreien. Das ist hier der Befreiungsschlag eigentlich. Aus alten Mustern und Konzepten, ne? Das ist der Befreiungsschlag aus dem falschen Spiel, das du spielst. Oder das falsche Spiel, was dir aufgedrückt wird, wenn man jetzt natürlich von dem äußeren System ausgeht.
Kann es natürlich auch sein, aber du kannst dich befreien, wenn du selber dein Leben neu mischt und einfach dich aufmachst, raus aus der Enge des Systems, in dem du steckst. Sei es, dass du es dir selber auferlegt hast oder dass es dir auferlegt wurde, ja? Das ist jetzt ganz wichtig, dass du in die Eigeninitiative gehst und dich entscheidest zu dir, zu dir selbst, für dich selbst. Oder aber, wie gesagt, es geht hier um ein System, was eben mit einer Liebesbeziehung zusammenhängt, kann natürlich auch sein, dann betrifft das hier alles eine Liebesbeziehung. Aber ich glaube eher, es geht um dich selbst. Und dass du den alten König der Münzen knackst, weil er hat auch positive Eigenschaften, aber im Moment hält er dich mit seinen negativen Eigenschaften gefangen. Und das sind die des Festhaltens, des in die Norm reinpassen, in die Struktur reinpassen, in die Restriktion, in die Enge. Ja, es fühlt sich echt so an wie das äußere System gerade, aber vielleicht hast du dir selbst auch ein äußeres System gebaut, was so ist, ja. Wow, das ist jetzt echt krass, diese Legung. Finde ich jetzt sehr krass. Also wenn das eine Legung wäre jetzt für die Zeitqualität, also ne, für das, für die äußere Lage, für das Globale, dann wäre das ziemlich eindeutig hier, aber es ist ja eine private, persönliche Legung, also eine persönliche Legung. Ich lege jetzt noch das E2-Deck, das ist so ein schöner Kontrast und da fällt auch schon die erste raus. Sonnenenergie. Wo haben wir denn die Box? Ich lese ja hier immer ganz gern vor. Was haben wir denn hier? Die 3. Ich habe das schon lange nicht mehr verwendet, fällt mir ein. Die Sonne geht auf. Klares, wunderschönes Licht lässt alles in hellem Glanz erstrahlen. Alles, was Sie brauchen, entfaltet sich leicht und mühelos. Es fällt Ihnen leicht, Entscheidungen zu treffen. Spielerisch und tänzerisch entdecken und entfalten Sie Ihre Macht. Ihre grenzenlose Verbundenheit mit dem Universum. Boah, da sind alle Karten enthalten. Hier haben wir das spielerische Leichte, hier haben wir das Universum, hier haben wir das, was sich bei dir schon entfaltet. Hier haben wir die Liebe, ja, und die Verbundenheit. Baden Sie in dieser Energie und dem Bewusstsein, dass dieses Licht alles erhält, was Sie heute wissen müssen. Also du bist auf alle Fälle geführt, ja. Du bist ja natürlich auch von deinem erweiterten Selbst und von deiner Seele geführt. Also mach es, geh raus, trau dich aus deinem engen System, wer auch immer es dir auferlegt, rauszugehen und die Ketten zu sprengen hier und die alten Muster und Strukturen aufzubrechen und die Karten neu zu mischen, ja. Hier und aber eben und intuitiv zu handeln. Und er ist ja, und das ist ja hier auch eine Karte, die für mich auch so ein bisschen das Intuitive ist, die Kraft. Ne? Das ist ja dieses Instinktive, dieses Animalische so ein bisschen. Und ja, und dann kann aus diesem Herrscher hier auch ein liebevoller Herrscher werden, der dich einfach auch nur beschützt. Ja, und dann bist du eigentlich auch nur beschützt. Ich möchte aber noch was ziehen, ich weiß auch nicht. Es gibt mir noch nicht, ich habe zwar schon wieder 14 Minuten, aber egal. Ich habe hier noch das Bellino-Regel, aber ich glaube, ich habe das gerade verkehrt rum. Oh! Hier haben wir die, wie heißt denn das? Traition ist so ein bisschen. Ach, jetzt komme ich nicht aufs Wort. Ich wollte die beiden hier haben. Also was ist denn jetzt hier los? Okay. Wenn man. Ja, eigentlich ist es so das Pech. Ne? Dann haben wir Trafik. Das ist die Freundschaft und das ist irgendwas mit Glück. Wir haben ja den. Ich muss jetzt mal, das ist halt so die schwarze Katze letztendlich, wenn die dir über den Weg läuft, ne? Aber das kannst du alles aufheben. Vielleicht fühlst du dich gerade so. Ich muss gerade mal gucken, was das übersetzt. Verrat. Ja, du verrätst dich ja letztendlich selbst hier mit der Karte, ja? Also du verrätst dich im Moment selbst. Das ist jetzt echt spannend, weil du nicht auf deine Seele hörst und weil du eigentlich ja geführt bist und du verrätst dich selbst und es gilt jetzt
mit dem Jupiter wirklich auch loszuziehen, loszugehen, ja. Und dann kannst du auch in die Heilung kommen, letztendlich. Und in die bedingungsfreie Liebe, das ist für mich hier der Hund. Was ist denn die Acht? Gedankenfreundschaft. Das ist ja auch die Sonne hier. Das ist ja auch letztendlich die Sonne. Und dann haben wir hier noch den Jupiter. Das ist halt wieder ein französisches Deck. Ich kann nicht alle. Was ist denn das? 43. Der Ruf, oder? Was? Ich kann das gar nicht erkennen. Und. Warte. Die Trompete. Klar, das ist so ein bisschen wie die. Das ist so ein bisschen wie die Karte Judgment. Also hier ist wirklich ein Ruf, hier ist wirklich ein Seelenruf, dass du aus diesem eigenen Verrat, den du dir selber gerade machst, rausgehst. Oder du wirst vielleicht auch von dem System verraten. Oder aber du sollst losgehen hier, ja. Du sollst jetzt losgehen und frisch, fröhlich, frei, mit ganz viel Vertrauen auch und auf den Ruf hören, der hier jetzt ist. Ja, und das ist ja letztendlich auch das, was ich hier gelegt habe. Ne? Okay. Spür hinein, ob das deine Legung ist. Wenn ja, dann freue ich mich. Wenn nein, dann leg sie weg. Es ist ja, wie gesagt, eine allgemeine Legung. Wenn du noch Fragen hast, dann oder eine private Lesung möchtest, dann darfst du mich natürlich gerne anschreiben. andreawirk.com ist meine Webseite. Da findest du meine Telefonnummer und meine ganzen Messenger, WhatsApp, Telegram, Signal, bla bla bla. Und du darfst mich gerne anschreiben, gell, Baby? Ja, und geh los, ne? Geh los. Danke fürs Mitmachen. Tschüss. Hallihallo, ihr Lieben, vom zweiten Stapel. Das ist jetzt das, ach Gott, das Da Vinci Enigma Tarot. Ich kann mir den Namen nicht merken. Und schauen wir mal, was bei dir so los ist. Ja, was deine Seele, dein höheres Selbst, dein Herz dir sagen möchte. Und wie immer ist es ganz wichtig, hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass du bitte, bitte, bitte genau hineinspürst, ob das deine Legung ist oder nicht. Und sollte es nicht deine Legung sein, dann leg sie weg, weil es eine allgemeine Legung ist. Irgendwie will die auch noch raus. Ich lege die mal zur Seite. Hier haben wir Enigma. Das ist jetzt echt spannend, weil das ist das Geheimnis. Und bei der Karte geht es auch so ein bisschen darum zu ergründen, was das Geheimnis ist eben deiner Seele. Was möchte dir eigentlich deine Seele sagen? Also das ist jetzt eigentlich schon die gleiche Karte so ein bisschen wie hier. Wir haben die 7 der Erde mit Lebenskraft. Die 3 der Erde mit Perspektive, die finde ich übrigens total schön hier. Und die Herrin des Wassers, wow. Die 4 des Wassers mit der Enttäuschung. Dass die Herausforderung ist, die Kraft. Dein Weg ist die 9 des Wassers, fliegen. Das Potenzial ist das 6 des Feuers. Wow, du hast hier ganz tolle Karten. Und auch vor allen Dingen sehr kraftvoll hier mit den Pferden. Und oh, die 3 des Feuers ist die Matrix. Die 3 des Feuers, nee, ist das Ergebnis. Wow, das ist jetzt echt toll, weil du hast hier ein Riesenpotenzial, wenn du auf deine Seele hörst. Aber du hängst noch in deiner, du hängst hier mit der 4 des Wassers noch fest in deinen Emotionen, ja, vielleicht so ein bisschen auch in deiner Apathie, in deinem, ja, in deiner, wie heißt denn das, Enttäuschung vielleicht auch, weil du dich täuscht, Enttäuschung von. Du täuscht dich gerade, ja. Das hatte ich gerade eben schon in der ersten Legung mit, dass man sich selber verrät, ja. Ja, es könnte jetzt sein, dass du
zu viel Erwartungen hast und deswegen zu sehr enttäuscht bist. Ja, die Karte spricht eben auch von Erwartungen. Und die Karte spricht davon, dass du immer in Bewegung sein darfst, um etwas zu erreichen, um deinen Weg zu gehen. Um den Weg zu gehen, darf man immer in Bewegung sein. Mal mehr, mal weniger, aber Bewegung ist wichtig. Veränderung ist wichtig. Und hier verändert sich gerade nichts, weil du vielleicht auch zu hohe Ansprüche an das Leben hast oder an das Thema, um das es geht. Und wenn du aber das Geheimnis ergründest, was deine Seele, wo deine Seele hingehen will, dann hast du keine Erwartungen mehr, weil du hörst ja auf deine Seele. Also es geht hier so ein bisschen aus den Erwartungen an das Leben, an dich selbst, an andere, wie auch immer dein Thema ist, rauszugehen und in die Bewegung zu gehen, daran zu arbeiten, dass dein Weg eben, ja, das ist auf deinem Weg zu bleiben, immer in Bewegung zu bleiben. Sei es, dass es ein Thema gelöst werden darf, ein Problem gelöst werden darf oder dass du was Neues in die Welt bringen darfst oder was auch immer, ja. Bewegung ist wichtig, weil aus dieser Bewegung erschaffst du immer wieder Neues und kommst vorwärts. Aber im Hinblick eben auf das Geheimnis, was deine Seele dir sagen möchte, also wo der Weg eben hingeht. Ja, es ist ganz wichtig, dass du da natürlich auch drauf schaust. Und bei der 3 der Erde würde ich sagen, geht es darum, dass du ein Riesenpotenzial hast, letztendlich auch diesbezüglich weiterzukommen, zu erkennen, was deine Seele dir sagen möchte und zusammen eben mit diesem Seelenruf in den Wachstum zu kommen. Aber dazu darf man eben auch die Perspektive ein Stück weit ändern und sich die Dinge vielleicht auch mal von einer anderen Art und Weise aus anschauen, ja. Und dann wirst du auch das Geheimnis entdecken. Das, was nämlich deine Seele dir sagen möchte. Und die Herrin des Wassers, die sagt mir, dass sie eben die Herrin des Wassers letztendlich ist. Und sie kann, das ist auch so ein bisschen emotional hier, aber gegensätzlich emotional. Du bist im emotionalen Stillstand gerade, ja. Du bist gerade im emotionalen Stillstand. Und die Herrin des Wassers, die ist ja die Herrin der Emotionen letztendlich. Auch Emotionen brauchen Bewegung. Und ich glaube, du hast vielleicht Angst, wenn du jetzt aus diesem emotionalen Stillstand rausgehst, dass dann die Emotionen übersprudeln. Aber die Herrscherin sagt dir, du kannst sie managen. Du kannst deine Emotionen managen. Ja, wenn du auch fokussiert bleibst auf den Weg, auf deine Seele, ne, auf das, wo der Weg eben hingeht. Und wenn du die Perspektive änderst und dir das mal von verschiedenen Seiten anguckst, ja, es ist ganz wichtig, dass du weißt, dass du nicht untergehen wirst, wenn du dich öffnest. Wenn du dich deinem Herz öffnest, dir selber öffnest. Man hat ja oft Angst, wenn man sich hingibt, an sich selbst oder eben vielleicht auch jemand anderem oder einer Situation hingibt, dass man dann sich zu sehr aufgibt. Aber die Karten sagen mir, nein, es geht hier nicht um du wirst dich nicht aufgeben, wenn du eben in Bewegung bleibst, wenn du deinen Fokus setzt und innerhalb dieses Fokuses in Bewegung bleibst. Und die Herrscherin, die Herrin des Wassers, die wird die Emotionen dann, die kann damit handeln. Also es wird nichts aus den Bahnen geleitet werden, was das Emotionale betrifft. Aber wir haben hier ja eben auch zwei Karten, die mit der Erde zu tun haben, mit der Arbeit. Und vielleicht hängt es damit zusammen, dass du irgendwas bei der Arbeit oder bei einem Projekt oder in der Familie oder, also das ist ja, sind ja diese Alltagskarten eher, dass du Angst hast, dass da was aus den Bahnen gerät, wenn du zu sehr auf deine Seele hörst, wenn du zu sehr auf dich achtest, auf dein System, auf dich selbst, ja, auf dein. Aber es gilt jetzt daran, wirklich dich zu öffnen. Und aus dieser Enttäuschung heraus, also aus dieser Erwartung heraus, vielleicht erwartest du, wie gesagt, auch zu viel von dir. Ich bin jetzt eigentlich von der Erwartung total weggekommen. Das ist echt blöd. Ich mache jetzt mal weiter.
Ich meine, vielleicht ist es ja zum einen die Erwartung und zum anderen eben bei anderen Menschen, die hier zugucken, eher dieses Gefühl, dass man sich zu sehr aufgibt, ja? Was haben wir denn hier eigentlich noch? Die Mäßigkeit. Ja, mäßige deine Erwartungen und komm in das Spiel, die Emotionen vielleicht, die du jetzt zu sehr eindämpfst, mit denen auch zu spielen. Und ja, und sie kann mit den Emotionen spielen. Also es sind jetzt zwei Aspekte, die hier unten liegen. Vielleicht habe ich mich, ich hoffe, ich habe mich jetzt deutlich ausgedrückt. Und die Herausforderung ist wirklich auch, sich jetzt damit auseinanderzusetzen. Genau mit diesem Ding hier. Und in die Kraft zu kommen. Und du kannst nur in die Kraft kommen, wenn du in Bewegung bist, wenn auch deine Emotionen in Bewegung sind und wenn du mit deinen Emotionen auch handeln kannst, ja? Und deine Erwartungen runterschraubst, wenn du einfach nur bist in deinen Emotionen, ja? Und der Weg ist, dass du eben erkennst, dass du auch auf dein Herz hören darfst. Hier hat nämlich der Leonardo versucht, das ist total süß geschrieben in dem Buch, er hat versucht zu fliegen mit irgend so einem Apparat und er hat es aber nie auf die Reihe gekriegt. Aber er hatte Träume und er hat es auf sein Herz gehört. Aber gleichzeitig ist es aber die Neun des Wassers. Das bedeutet, dass du aber den Erfolg haben wirst, wenn du den Weg der Seele gehst. Wo du dich hier nämlich noch nicht traust, weil du ganz komische Erwartungen ans Leben hast. Und du darfst jetzt aber auf dein Herz hören. Das ist der Weg, zu ergründen, was die Mona Lisa dir sagen will, sozusagen, ja. Und dann hast du als Potenzial, wirst du dann wirklich auch das Ding erfolgreich leben können, um was es geht. Dann wirst du das Thema lösen können, dann wirst du das Ding rausbringen können, wenn es um irgendwas geht, was du in die Welt bringst. Dann wird es funktionieren und dann kommst ja hier schon in den Wachstum, wenn du in Bewegung bist und alles freigibst und die Erwartungen runterschraubst und deine Emotionen handelst, ja. Das ist so, die Kraftkarte ist eigentlich diese Reihe, diese ganze Reihe. Das ist das, dass du das alles versuchst zu handeln und in Einklang zu bringen hier mit der Mäßigkeit. Und dann kommst du nämlich in deine wahre Kraft. Das ist die Herausforderung. Und das Ergebnis ist, dass du dann wirklich die drei des Feuers, ja, das ist hier wie eine, wir haben ja hier die Gebärmutter und Matrix heißt ja letztendlich auch Gebärmutter. Dann bist du selbst entweder wie neugeboren und hast die Basis, um eben darauf aufzubauen oder aber dein Projekt oder dein Thema oder wie auch immer, ja, hier ist dann auf alle Fälle eine Basis, wo wunderbar drauf aufgebaut werden kann oder wo man was Neues gebären kann. Aber das geht nur, wenn du eben auf deine Seele hörst und wenn du rausgehst aus diesen Erwartungen, die du hast, ans Leben, an dich, an das Thema und auch deine Emotionen nicht einsperrst, sondern mit ihnen spielst, hier mit der Mäßigkeit, sie in die Mäßigkeit bringst, sie in eine Bahn bringst, sie in Bewegung bringst. Und dann kannst du auf der irdischen Ebene ganz viel erschaffen. Ja, auch. Und das ist aber eben, wie gesagt, die Arbeit, dass du das ist die Herausforderung, dass du das eben schaffst und dann kommst du in deine wahre Kraft und kannst auch Erfolg haben. Hör auf dein Herz, das ist der Weg. Hör auf das, was dir die Seele sagt. Und dann kannst du hier ganz viel Neues gebären. Ja? Wo haben wir denn die? Ich lege jetzt hier auch nochmal die E2 Karten, den Quantenfred. Der Quantenfred ist im Prinzip Gott, die Quelle, das Universum, wie auch immer du es nennen magst. Das kosmische Bewusstsein, die wollte auch raus. Passt zwar vom Stil heute gar nicht zu den Karten, aber ist ja auch egal. Pause. Den Liebessprungwagen. Oh, das sind ja jetzt ganz andere Themen hier. Mal gucken, was das Buch sagt. Wo haben wir es denn? Die 22. Ich lese ja hier immer ganz gern vor, ne? Sehen Sie die Ecken dort drüben? Sie gehört
Sehen Sie die Ecke dort drüben, sie gehört ganz allein Ihnen und es ist Zeit, dass Sie sich eine verdiente Ruhepause gönnen, ehe Sie wieder in den Ring steigen. Was gerade dort draußen vorgeht, spielt keine Rolle. Es spielt auch keine Rolle, was die anderen sagen. Alles außer Ihrer eigenen gesegneten Freude ist jetzt Geschichte. Stecken Sie Ihren Claim ab und gönnen Sie sich dann eine Pause. Der Sturm ist überstanden und ruhiges Fahrwasser erwartet Sie. Ja, das hätte jetzt gut zu der ersten Legung gepasst, weil die ist ja hier ganz ruhig. Hier haben wir jetzt eigentlich gar nicht so viel Sturm. Da muss ich dann noch mal in mich gehen, wie ich das jetzt deute. aber vielleicht kannst du ja auch alleine schon damit was anfangen. Den Liebessprungwagen. Romeo und Julia, Humphrey Bogart und Lauren Bacall. Sie können ihnen nicht das Wasser reichen. Es ist Zeit für Romantik. Sei es für eine neue Liebesbeziehung oder oder dafür, dass sie sich so richtig in ihr eigenes Rockstar-Leben verlieben. Seien sie Feuer und Flamme für ihren Traum. Da haben wir's. Tun sie so, als wäre er bereits Wirklichkeit. Fühlen sie sich wie auf Rosen gebettet. Und diesmal sind es Rosen ohne Dornen. Ja, und es sind auch Rosen ohne Dornen, das sagen mir hier die oberen Karten, weil die sind alle kraftvoll. Das ist alles, sind alles Erfolgskarten, alles kraftvolle Karten. Und jetzt wird ja auch gesagt, jetzt habe ich es zugemacht, dass es eben auch um den Traum geht, dass es darum geht, ihn zu leben und eben sich selbst auch zu feiern und sich selbst zu lieben. Ja, also hier geht es jetzt nicht nur, ja, der Liebessprung ist eigentlich der Sprung aus deiner Liebe heraus, aus deinem Herzen heraus, in das, was hier bei dir gelebt werden möchte, ja. Und du kannst es natürlich tun, indem du wirklich in die Pause gehst, sage ich mal, aus dem Außen heraus gehst. Denn nur wenn du aus dem Außen heraus gehst, was dich vielleicht ja auch noch beeinflusst, kannst du wirklich auch erkennen, was hier das Geheimnis ist, was eben die Seele dir sagen möchte. Also geht es jetzt auch darum, dass du wirklich dich zurückziehst aus dem Äußeren und wirklich mal Innenschau hältst, deine Gefühle ordnest, deine Erwartungen runterschraubst, das mit dir selbst, mit dir, deiner Seele, deinem Sein. Dafür ist die Pause natürlich wichtig. Die Pause ist der Rückzug aus dem Außen in dein Inneres, um dann zu erfüllen, um was es geht. Und dann kannst du nämlich nachher mit diesem Liebessprung aus deinem Herzen heraus, aus deiner Seele heraus, das hier meistern. Ja, das ist die Legung. Wow, die ist total schön. Aber die Karten, die könnte ich stundenlang angucken. Die sind, hätte ich nie gedacht, die sind so schön. Die haben so eine warme, weiche Energie. Das ist echt der Hammer. Okay, spür hinein, ob du mit dieser Legung konform gehst. Wenn ja, freue ich mich. Wenn nein, leg sie weg. Es ist ja eine allgemeine Legung. Wenn du noch Fragen hast oder eine private Lesung möchtest, dann darfst du dich gerne an mich wenden. Meine Website ist andreawirk.com. Da findest du meine, das wollte ich schon wieder Kontonummer sagen, Telefonnummer und auch die ganzen Messengers, die ich habe, WhatsApp, Telegram, bla bla bla. Da kannst du mich dann anschreiben und dann sind wir in Kontakt und gucken weiter, ne? Okay. Ich danke dir sehr fürs Mitmachen und Baby, ich kann dir nur sagen, mach was draus, wag den Sprung in die Liebe, aus der Liebe heraus, aus dem Herzen heraus, aus deiner Seele heraus. Tschüss. So, ihr Lieben vom dritten und letzten Stapel, das ist jetzt das Ananda-Tarot und das ist jetzt auch ein sehr spezielles Ding. Das habe ich mir auch, ja, es wird ja auch nicht mehr aufgelegt, seit Jahren nicht. Ich habe das direkt von dem Freund vom Ananda gekauft. Der hat es auf eBay recht günstig angeboten. Normalerweise wird es auf Englisch sehr, sehr hoch gehandelt. Das ist jetzt die deutsche Version. Und das ist, glaube ich, aus den 90ern oder 2000. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, wollen wir mal gucken, was die Legung dir zu sagen hat. Die Karten hier passen jetzt übrigens sehr gut. Die lasse ich mal außen vor hier. Die nehme ich mir dann vielleicht noch später, weil die ganz ruhig auch sind. Genauso wie jetzt auch schon die Enigma, die Da Vinci Enigma-Karten, die sind ja auch sehr ruhig. Das passt jetzt irgendwie schon super genial zu dem Thema. So, und du spürst dann bitte hinein, ob du mit dieser Legung hier konform gehst oder nicht. Und wenn nicht, leg sie weg, weil es ist ja eine allgemeine Legung, ne? Okay, so, was haben wir hier? Der Stern.
Der Stern ist ja auch immer so ein bisschen die Vision. Der Stern ist für mich natürlich auch das Universum. Das heißt, wir haben hier schon auch so ein bisschen das Gefühl, hier möchte was gelebt werden, was nicht irdisch ist, was vielleicht die Seele ist, das erweiterte Selbst, ne? Das ist so ein bisschen auch die Karte hier, so von der Energie her. So, wir haben die zwei der Kugeln. Die sechs der Kugeln und die Zeitenwende. Hier ist auf alle Fälle ein Ruf, raus aus der Dualität, raus aus dem, ich weiß nicht, wo mein Weg hinführt. Hier haben wir die fünf der Kugeln, wir haben hier lauter Kugeln, das ist ja echt spannend. Also bei dir, du bist ein sehr irdischer, ja, die Energien sind hier sehr irdisch, das heißt. Die Seele ist ja was, was eben nicht irdisch ist. Und du hast, glaube ich, das Thema, dass du Angst hast, und das sagt ja auch so ein bisschen hier die Fünf der Kugeln, die ist ja hier auch zerbrochen, dass du traust dich nicht auf deine Seele, auf dein Herz zu hören, weil du Angst hast, dass alles zerbricht. Aber im Endeffekt, die Sechs der Kugeln sagt mir, dass es eher erfolgreich wird. Ja. Und die Zwei der Kugeln, ist dieses Hin- und Her-Jonglieren letztendlich. Ich gucke gerade mal, ich meine, der hätte hier geschrieben, dass das die Dualität ist, die zwei. Ja, die Dualität ist die zwei. Genau. Und ja, du bist im Spannungsfeld von polaren Gegensätzen. Und das sind die Gegensätze, das haben wir hier ja auch wunderbar dargestellt, des Irdischen. Das, was du kennst und das, was du nicht kennst. Und das ist die Seele, das ist der Stern, das ist die Vision, das ist der Herzensruf, das ist dein erweitertes Selbst, was dich unbedingt konnektieren will, aber du traust dich nicht, also mit der Karte will er dich auf alle Fälle kontaktieren, dein erweitertes Selbst, deine Seele, aber du hängst sehr in dem Irdischen fest und du hast Angst, dass du dein schönes irdisches Leben, was du jetzt vielleicht führst, dein sicheres irdisches Leben, dass das kaputt gehen könnte, ja. Aber du wirst durchaus sicherlich auch Erfolg haben mit der 6 der. Wir haben ja die 10 der Kelche als Herausforderung. Wow, und das sagt mir, dass du wirklich auf dein Herz hören solltest. Ja. Der Weg ist die 6 der Kelche. Das ist geil. Ja, der Weg ist eigentlich auf dein Herz zu hören, auf deine Seele zu hören. Das ist beides die gleiche Aussage letztendlich, ja. Also die Herausforderung ist zu verstehen letztendlich, dass du bei dir zu Hause ankommst, wenn du jetzt hier wirklich auf deine Seele, auf dein Herz hörst, ja. Und der Weg ist der Seelenweg. Der Weg ist zu spüren, welche Harmonie dir eigentlich dieser Seelenruf gibt, ja. Guck mal, wie harmonisch und schön diese Karte ist, ja. Und mit der 7 der Schwerter wirst du dann als, ja, das ist auch so ein bisschen der Weg noch, aber gleichzeitig das Potenzial. Also du traust dich nicht auf deine Seele zu hören, weil du glaubst, du hast nicht das Potenzial dazu. Aber du hast das Potenzial dazu. Und du darfst jetzt einfach auch lernen, deinen Horizont zu öffnen und neue Wege zu gehen, nämlich vielleicht einfach auch intuitivere Wege oder vielleicht ist der Weg ja auch neu, den deine Seele dir sagt und du kannst damit noch nicht so ganz handeln. Aber das Potenzial ist, du kannst damit handeln, du kannst damit sogar sehr gut handeln mit diesem Weg, den dir deine Seele sagt. Ja. Und mit der 3 der Flammen, wow, das sind so schöne Karten. Mit der 3 der Flammen, hast du auf alle Fälle, wenn du dich jetzt, wenn du auf die Seele hörst und den Weg gehst, den dein Herz dir sagt, und sei ja auch noch so abgedreht. Es kann sein, dass es ein ziemlich abgedrehter Weg ist mit dem Stern hier. Dass der aussieht wie eine Vision, wie ein Traum, den man eigentlich nie gehen kann. Oder der, ja, aber du wirst damit Erfolg haben. Du hast da eine Basis, auf der du wunderbar in der Zukunft auch aufbauen kannst. Und das sagt mir ja auch letztendlich die 6 der Kugeln. Und die Karte ist ja vorhin runtergefallen, die nehmen wir jetzt auch noch. Da haben wir den Herrscher. Und der sagt mir in diesem Deck sehr krass, dass
Der ist sehr massiv, der ist sehr eng, der ist sehr, er ist auch ein bisschen sexy auf seine Art und Weise. Er hat aber auch hier die Adler, aber hier ist er eher negativ zu werden in der Legung. Das ist das Irdische, an dem du festhältst, deine Struktur letztendlich, ja. Aber mit den Adlern oder ich denke mal, das sind Adler, sagt mir die Karte auch, dass du dich eben vom Geist her auch befreien darfst und von der Seele her und aus dieser Dualität raus, also nicht aus der Dualität, aus diesem Hin- und Herjonglieren rausgehen solltest und die beiden Ebenen, um die es geht, nämlich die irdische und die seelische oder auch metaphysische Ebene, dass du die in Einklang bringst, ja? Das ist jetzt echt spannend. Das ist dann so ein Stück nochmal die Herausforderung, ne? Oder auch hier die Situation letztendlich. Eigentlich beides. Legen wir die so hin. Okay. Ja, das ist eigentlich schon alles, was dazu zu sagen ist, ja? Wenn du auf die Seele hörst, wirst du auf alle Fälle erfolgreich sein, wirst du dir eine Basis schaffen können. Nun, du hast auch das Potenzial, dass du das schaffst, auch wenn es noch so abgedreht ist, aus deiner Sichtweise natürlich abgedreht. Und die Herausforderung ist, den Weg jetzt zu gehen und dich aus deiner alten Struktur, aus deinen alten vielleicht auch Vorstellungen und Glaubensmustern zu befreien. Und tatsächlich auch mal den Horizont zu erweitern und die Perspektive wechseln und die Dinge versuchen klarer zu sehen, ja. Okay, ich weiß echt nicht, wohin mit dieser Karte. Ich lege die jetzt noch hier dazu. So, was legen wir jetzt noch? Was haben wir denn hier jetzt noch? Ich glaube, dass hier so viel um Seele geht. Ich glaube, ich lege jetzt noch die Lantern Oracle Karten. Obwohl von den Bildern hätten jetzt gut die. Naja, egal, ich habe jetzt das Deck. Was möchtet ihr uns denn sagen, ihr lieben Karten? Da kommt schon, will eine raus. Wenn keine raus will, nehme ich ein anderes Deck. Hier will keine raus. Ich habe keinen Platz mehr. Sind das zwei? Nee. Home. May your body be where a harmonious balance of love, strength, light and pleasure lives. Also, ich weiß jetzt nicht. Also die Karte sagt mir in dem Zusammenhang auf alle Fälle, dass du, wenn du jetzt diesen Weg gehst und das Wasser ist für mich auch so die Seele, die Emotion, das Gefühl, ja, das Nicht-Irdische. Also wenn du jetzt diesen Weg gehst, dann wirst du auf alle Fälle zu Hause ankommen. Bei dir. Ja, bei dir. Ich will noch eine Karte. Das ist mir jetzt hier nicht genug. Oh, Weaving Wounds. Das ist die schönste Karte in dem Deck, finde ich. Weil sie so kraftvoll ist und die sagt, du bist nicht deine Wunde. Und vielleicht geht es hier auch noch wirklich um Wunden mit der 5 der Kugeln, die Angst eben, die Sicherheit aufzugeben oder die Angst, was zu machen, was man nicht kennt, ja, hat man gar nicht gesehen. Vielleicht platzen hier jetzt auch Wunden auf, wenn du eben diesen Weg gehst und auf die Seele hörst, weil du natürlich auch alte Strukturen hinter dich lässt. Und wenn du alte Vorstellungen und so hinter dir lässt, dann platzen oft auch Wunden auf, die du vielleicht vorher noch gar nicht kanntest, ja. Dann nimm die Wunde wahr. Fühl die Wunde. Sei mit der Wunde, aber sei nicht die Wunde. Und lass sie dann in Ruhe zu einer Narbe werden oder in Ruhe einfach heilen. Gib ihr die Möglichkeit zu heilen, aber ohne dich in dieser Wunde zu verlieren. Also nicht, du bist nicht die Wunde, ja. Die Wunde darf weinen, du darfst mit der Wunde weinen, aber nicht in der Wunde.
Ja. Und vielleicht ist da sogar noch ein Weg bei dir, der noch mal heftig ist, sonst wäre die Karte nicht aufgetaucht. Und vielleicht hast du deswegen auch Angst, dich dieser ganzen Geschichte zu stellen. Aber ich kann dir sagen, es lohnt sich, diese alte Struktur, diese alte Kruste aufzubrechen. Vielleicht bricht eben diese Wunde auf, die du schon hast und die noch mal aufbrechen musst, damit sie wirklich auch heilen darf. Und du darfst diese Wunde auch mit Stolz tragen und du darfst sie auch zeigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich hatte die gerade in einem privaten Reading und das war sehr, sehr berührend eigentlich. Und dann wirst du auch wirklich bei dir ankommen, Baby. Hier ist noch eine Wunde, die noch heilen darf. Eine Wunde, die du vergessen hast und sozusagen überspielt hast mit einer sicheren Struktur oder aber eine, die du noch nicht kanntest. Aber die bricht auf alle Fälle nochmal auf. Und das kann nochmal schmerzhaft sein, aber danach wirst du auf alle Fälle belohnt. Weil deine Seele will auch nur Gutes für dich. Und damit es dir gut geht und damit du in den Erfolg kommen kannst und dein Leben eben in Harmonie mit dir und mit dem, was du bist und was deine Seele möchte, leben kannst, darf diese Wunde noch mal aufbrechen, ja? Okay, das ist deine Legung. Das ist eine sehr, sehr ergreifende Legung, finde ich, mit dieser Karte. Ich finde die echt so toll. Jetzt guck dir die doch noch mal an. Guck mal, wie kraftvoll diese Frau ist. Und dann letztendlich diese, wenn sie eben interessanterweise sind, weil ist dieses Deck ja auch in vier Teile aufgeteilt. Und das ist die Karte aus einer Jugend-Kindzeit heraus. Und das ist die Karte, wenn man dann alt ist und reif und eben weiß, wie das Leben läuft. Und wenn man seine Seele kennt, ja, das ist spannend. Das ist der Anfang und das ist das Ende. Also nicht das Ende, sondern eben die Reife. Okay, spür hinein, ob du hier mit der Legung konform gehst. Wenn ja, freue ich mich. Wenn nein, leg sie weg. Und wenn du noch Fragen hast oder noch eine private Lesung möchtest, dann darfst du natürlich gerne mich anschreiben. AndreaWirk.com ist meine Webseite. Da findest du meine Telefonnummer und auch meine Messenger, WhatsApp, Telegram. Ich weiß nicht was. Und du darfst mich gerne über eine dieser Handy-Apps dann anschreiben. Und wir gucken dann einfach, was wir tun können. Ja, okay. Ich wünsche dir alles Liebe für deinen Weg und ich kann dir echt nur sagen, mach was draus, weil du hast so ein Potenzial. Du hast hier super tolle Karten. Hier kannst du auf alle Fälle ankommen. Tschüss.